Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Und ich dachte mir, da wir ja jetzt in der riesen Stadt sind, was haben wir hier? Oh, eine Silbermünze, klauen. Da wir jetzt in der riesen Stadt sind, dachte ich mir, wir ziehen uns auch mal ein bisschen um. Natürlich sind die Sachen, die wir anhaben, wunderschön. Vor allem hier unser Playboy des Jahres, der Noctis hier. Wir haben ja noch ein bisschen freizeitlich was. So, Freizeitkleidung. So, und da es heiß ist, machen wir mal hier den hier. Wir ziehen uns einfach mal. Ups. So, Freizeitkleidung, wie sieht es bei ihm aus? Yeah, der coole, lässige Typ. Naja, kaum Unterschied zu Freizeit und Kaisergarde. Beim Ignis, ups, Alter, ich gehe dauernd auf die Achse, war's. So, Freizeit, so sah das bei ihm aus. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, Freizeitlook bei Prompto, wie war das bei ihm? So, die... Ja, ganz lässig. Ja, komm. Wir haben Urlaub. Papa ist zwar tot, aber wir machen Urlaub. Das ist jetzt ganz ungewohnt, hier als Touris. Sau cool irgendwie. Gefällt mir richtig gut. So. Wir schauen uns einfach mal hier um. Bevor wir die Quest machen, wie gesagt, wir gucken uns einfach mal hier um, was es so gibt. Das sieht aber gut aus. Oh Mann! Das ist garantiert lecker! Das lässt sich auch unterwegs kochen. Sehr geil. Sehr geil. Einfach, weil wir die beim Essen beobachtet haben. Lieber Herr, einen schönen Tag wünsche ich. Da können wir auch... Ah, doch nicht. Okay, ich dachte, wir könnten da überall durchschauen, aber unsere Augen sind ja nicht schlecht. Wir sehen ja schon einiges hier. Wir haben echt einen guten Überblick. Da hinten waren wir noch vorhin. In der letzten Folge waren wir noch da hinten bei diesen Bögen. Boah. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Hoffentlich kracht uns hier nichts zusammen. Hier gibt es Beben, okay. Und überall diese leicht begleiteten Damen mit den dicken Hosen aber. Und die hatten BH über ihrer Jacke an. Oh, doch nicht. Doch nicht. So. Hier kann man auch mal diese ganzen verschiedenen Charaktere sehen. Natürlich für den Gladiolus ist das wieder gut, dass wir zu Fuß unterwegs sind. Guck mal, die sind alle individuell gestaltet. Das ist richtig geil. Ein altes Buch. Auch super geil. Die Autos. Diese ganzen Gegend hier. Eine wirklich schöne Stadt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da hinten ist irgendwo noch ein Café. Das können wir uns auch noch gleich anschauen. Hallo. Du wolltest doch gerade reden, oder nicht? Selbstgespräche führen. Aber ich höre dir auch gerne zu, mein Lieber. Man hört dir auch gerne zu. Aber bevor wir da hinten was Automatisches auslösen, irgendwie gesprächsmäßig, gehen wir mal in die Richtung. Wir können uns natürlich nicht porten, weil dann erkennt uns natürlich jeder und wir sind ja der Prinz. Hm. So. Wir gehen mal da. Wir gehen da mal rein. Hallo, Mister. Was darf's denn sein? Was darf's denn sein? So. Nett, die Einheimischen hier. Wir haben momentan 5 davon im Inventar. Wir machen mal immer, dass wir so mindestens 10 Stück haben. Ja, ja, hoho. Da kriegen wir sogar... Was? Reservetank? Luftstromkompensator erzeugt eine laminare Luftströmung an der Fahrzeugvorderseite und erhält dadurch die aerodynamische Leistung des Autos. Der Kraftstoffverbrauch reduziert sich dadurch merklich. Hört sich gar nicht mal schlecht an, aber 6000 Gil sind mir am Anfang jetzt noch ein bisschen zu viel. Das Campingzubehör? Ja, komm. Boah, wir sind hier überhäuft von Menschen. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich lebe hier den ganzen Tag isoliert in meiner kleinen Bude
Und dann sieht man hier in dieser Welt mehr Leute als im realen Leben. Das ist unheimlich. Oh, hier sieht man natürlich. Iris ist immer noch so fürsorglich wie früher. Stimmt. Ihr habt euch schon damals gut verstanden, nicht wahr? Ja. Am liebsten reden wir darüber, wie unzuverlässig. Ups. Was? Der Prinz ist. Hä? Was soll das denn bitte heißen? Sie dissen alle den Noctis. Sie dissen alle den Noctis, aber das geht alles wieder auf eure Kappe. Das geht alles wieder zurück auf euch. Und ich werde es euch zeigen. Ich bin der Prinz. Ich bin bald König. Komm, Noctis. Komm. Da stolpert er. Da stolpert der Prompto. Natürlich meinte ich den Prompto. Der sollte kommen. Egal. Egal. Wir sind der Prinz. Wir sind der Prinz. Der baldige König. Uah. 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 So. So, erstmal auf die Autos. Auf die Autos. Ne? Deine Frau wurde befördert? So, ich will mich hier einfach mal umschauen. Da haben wir Gemüsehändler, ich weiß nicht. Ja, einkaufen. Meteoro, wir haben... Oh, ganz viele Gerichte. Gerüchte. So. Fongo Ongo. Leidener Pfeffer. Aha. Da ist noch etwas Unbekanntes. Das kaufen wir einfach mal. Besten Dank. Das kennen wir auch noch nicht. Da bin ich mal gespannt. So, alles, was wir nicht kennen, einfach mal kaufen. Meteoro macht Kunden froh. Das ist es. Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Ruft er über den ganzen Markt. Da freue ich mich drauf. Letztendlich lande ich doch immer bei den Sandwiches. Und dann isst du mir doch wieder die Hälfte weg. Also ich nehme jedenfalls... Okay, dieser Style scheint im Trend zu sein. Eieieiei. Gut siehst du aus. Danke. Die meinten wahrscheinlich den Gladio. So, da ist ein Restaurant. Ah, ein offenes Restaurant. Herzlich willkommen. Hallo, mein Lieber. Lust auf ein Happen zu essen? Ich hätte... Was wollt ihr denn hören? Lust auf ein paar Ortsinfos. Refugien, Parkplätze, Ortschaften. Aha. Sammelstellen. Und? Das war's. Ich Speisekarte. Ich gebe mir die größte Mühe beim Kochen. Boah, das sieht alles gut aus. Oh, das sieht richtig gut aus. Aber wahrscheinlich 480 Gil, das geht eigentlich. Suppe mit Brot. Ja. Boah, das sieht... Geflügelreis, das sieht richtig lecker aus. Das sieht richtig lecker aus. Aber wir sind ja jetzt eine Weile in der Stadt, da brauchen wir das alles nicht. In letzter Zeit kreucht das hier herum. So, den können wir mal annehmen eigentlich. Wir müssen das jetzt nicht direkt machen, ne? Ihr wollt uns also helfen? Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal. Wir machen hier Urlaub. Wir machen hier zwar Urlaub, aber irgendwann mal können wir das machen. Wenn wir gerade nichts anderes zu tun haben, dann machen wir das. So, da hinten gibt es Waffen. Hier im unseriösen Gässchen. Jungfernkuss. Nanu, darf ich hier... Habt ihr hier was zu kaufen? Oh, da. Hallo. Hoffe, es ist was für dich dabei. Nanu. So, da haben wir... So, das ist das Schwert. Das ist gar nicht mal schlecht. Großschwert. Das sieht alles nicht schlecht aus. Da haben wir die Lanze. Eisspeer. Aha. Dolche. Ja. So eine Verbesserung für den Ignis wäre gar nicht mal schlecht.
Dann finden Prompto. Eine bessere Pistole auf jeden Fall. Ein Schild. Ein Schild von Gladio wäre nicht schlecht, ne? Attacke 176. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal das Kraftschild. Wir sind im Geschäft. Da gibt es richtig viel zu holen. Ich würde mal sagen, komm, wir holen mal hier. Da soll für jeden was dabei sein. Komm. So. Und für uns ein Großschwert? Oder... Ach stimmt, für ein Gladio brauchen wir auch ein Großschwert, ne? So, ich schaue mich da noch mal ein bisschen um im Inventar. Das ist natürlich halt eine richtig gute Waffe, die wir hier haben. Wir nehmen mal die Runenklinge. So. Wir rüsten einfach mal hier alles aus. So, erstmal beim Prompto. Hier, ja, du kriegst ein neues Pistülchen. Yeah. Dann hier für den Ignis. Ah, der kann ja... Stimmt, der hat ja eine Haupt- und eine Nebenwaffe. Den Assassinendolch. Und der kann... Oh, was haben wir hier nochmal? Diese einzigartige Lanze basiert auf insomnischer Technologie. Sie absorbiert die Elementarenergie besiegter Feinde. Auch nicht schlecht, ne? Komm, das machen wir hier für den Ignis. Und Gladio, der kriegt erstmal sein Schild. Endlich mal ein Schild. Boah, Alter, guck dir die LP an. Guck dir mal die LP an. Und dann bei uns? Ja. Geht. So, wir haben ein neues Schwert. So, das ist nochmal ein bisschen besser. Ich glaube, da wird auch lange nichts Besseres mehr kommen. In Richtung Großschwerte. Denke ich mal. Oder gucken wir uns nochmal ein Großschwert an. Wir gucken, vielleicht holen wir uns nochmal ein Großschwert. Für jedes Problem die richtige Lösung. So. Das sieht, weil Attacke 244. Wir haben hier... Ja, komm. Wir sind im Geschäft. Bis in Bälde. So, jetzt haben wir aber ordentlich eingekauft. Das sollte jetzt aber auch erstmal reichen. Hier, shoppen, bis die Karte glüht, mein Lieber. So, Hartschneide. Ja. Ja, doch. Doch, das ist schon ein bisschen besser. Das ist schon ein bisschen besser. Da freue ich mich auch schon auf die nächsten Kämpfe. Wow. Und es wird dunkel. Oh, im Dunkeln sieht das hier auch richtig gut aus. Warte mal, ich mache mal hier die Quest wieder auf hier. Aber ich will mich noch ein bisschen in der Stadt umschauen. Vielleicht gibt es ja noch so ein paar kleine Stellen, Örtchen, die es da zu entdecken gibt. Nanu? Nö, doch nicht. Oh, das ist nicht gut. Was ist los? Ich bin in irgendwas Ekliges reingetreten. I. Okay. Ich dachte jetzt, ach du Scheiße, der hat jetzt so eine riesen Erkenntnis und ihm ist was Katastrophales aufgefallen, aber okay, dann halt nicht.
Der will nur Aufmerksamkeit, der Bu. So, da geht's auch lang. Ich weiß nicht, ob wir da schon hin sind. Es ist jetzt für das erste Mal hier sein, ziemlich verwirrend. Gedenkmünze, aha. Da hinten haben wir noch ein paar Items. Eine Phönixfeder, sehr geil. Oh, da ist ein Gerüst. Da können wir jetzt sicher auch hoch, oder? Nee, da kommen wir nicht hoch. Was ist denn da? Wow. Alter. Was ist denn das für ein Gebäude? Hammer. Eine Fabrik? Was dort wohl hergestellt wird? Das ist ein Kraftwerk. Angeblich wird die Elektrizität für die ganze Region hier gewonnen. Interessant. Wow. Aber der Kristall hier, das sieht ja noch krasser aus als das Gebäude. Wow. Vor allem die Energie, die da ausgeht. Seht ihr das? Cool. So, wir waren hier hinten, glaube ich, noch nicht. Da dampft es aus dem Gulli. Vielleicht sollten wir uns gleich mal eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Letztendlich lande ich doch immer bei den Sandwiches. Die isst tagelang nur Sandwiches. Mädchen, pass doch mal auf. Sieh mal. Was denn? Was? Ach, da hinten. Wie, du zeigst mir jetzt wieder, wie verklebt dein Schuh jetzt ist oder so. Na nun. Diese Stadt ist zu heiß für dich. Bitte was? Eine Stadt mit Feuer im Blut? Heiß ist es zweifellos. Ich frage mich, ich habe es nämlich immer noch nicht rausgefunden, ich habe ja das Holiday Pack Plus, ne? Man kommt ja in diesen komischen Park. Aber wo ist dieser Park und wie? Und da gibt es auch, glaube ich, auch extra Klamotten dafür, wenn ich mich nicht ganz irre. Und wie kriegt man die? Was gibt's? Alter, die finden gerade übelst viel heraus. So, gönn dir eine Pause mit eiskaltem Randels Wurzelbier. Oh, jetzt einen Humpen. Gönn dir ruhig einen. Na dann, ich gehe nachher irgendwo einen heben. Gönn dir, Brudi. Was haben wir hier? Ah. Nanu? Cup Noodles. Cup Noodles. Darf es eine Nudelsuppe sein? Oh ja, Nudeln. Vielleicht später. Vielleicht später. Sieht aber sehr einladend aus. So, wo können wir eigentlich... Ich muss hier mal auf die Karte ganz kurz gucken. Zoom. Wir können hier übernachten. Also da hinten. Dann würde ich mal sagen, wir übernachten einfach mal. Ganz frech, wie wir sind. Hohoho. Und ja. Alter, das sieht hier so mega cool aus. Klasse. Die Stadt ist aber auch riesig. So, da hinten. So, wie kommen wir denn eigentlich hier rum? Ich glaube, wir müssen eine Gasse weiter. Wie gesagt, ich bin hier zum ersten Mal, deswegen ist so eine kleine Verirrung gar nicht mal so ausgeschlossen. Hallo. Ja. Ein Radio. Nichts. Berüchtigte Bestie Nebelauge, verantwortlich für Angriffe auf Siedlungen in Daska, ist erlegt worden. Dank wem? Niemand hatte den Ruf, selbst für seine Art extrem wild und gewalttätig zu sein. Es wurden in der Vergangenheit bereits mehrmals groß angelegte Jagden auf die gefährliche Bestie unternommen, die jedoch stets erfolglos blieben. Die Unruhe der Bevölkerung wurde dadurch nur noch verstärkt. Laut der Meldatio Jägerzentrale ist es vier fähigen Jungjägern endlich gelungen, die Bestie zu erlegen. Berichte über entstandene Sachschäden liegen nicht vor.
Ja, wenn wir nämlich unsere Arbeit machen, dann sauber. Dann sauber. Hä? Komm später noch mit. Ha? Wir gehen ein Heben, wie der Gladio so sagen würde. Boah, Mann, wir wissen, wie man sich die Weiber klar macht. Na du? Ihr könnt ja mal kurz pausieren, um euch das durchzulesen. So. So. Ein Rest. Ein Hotel. Willkommen. Darf es ein Zimmer sein? Das ist ja gar nicht mal so teuer. Na gerne. So. Endlich mal ein feines Stübchen, ne? Und es ist Abend. Wir schlafen. Und schauen uns erstmal wieder Fotos an. Nachdem wir erstmal aufleveln. Und zwar gewaltig. Also, ja, geht so. Stufe 20. Ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? So. Wir sind immer noch mit Noctis auf Stufe 1. Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. Vielleicht können wir hier in der Nähe mal wieder angeln gehen. So, erstmal wieder coole Bilder mit coolen Effekten diesmal drin. Ja, nett. Nett, ganz nett. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Putzig, aber der Filter ist mir doch ein bisschen zu heftig. Okay. Alter, das kannst du doch nicht bringen. Leute beim Essen fotografieren. Prompto, wo ist dein Anstand? Ach, guck mal. Das sieht doch cool aus. Das hat aber mehr so Vater-Sohn-mäßig was, finde ich. Und der Ignis wieder am Posen. Und der Typ, ja, du coole Socke. Der sagt ihm, wie er posen soll. Das ist so ein alter Modedesigner, der sagt ihm, hey, ich bin von der großen Branche und ich sag dir mal, wie du posen sollst für das Foto. Ne? Oh, das ist viel zu grell. Ich muss mal die Filter irgendwie bisschen dezenter. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Find ich auch. Ach, guck mal. Ja. Beste Freunde für Lebenszeit. Das sind die vier. Nicht schlecht. Hat auch was, natürlich. Wobei da so ein kleiner Fotobomber da rechts hinten ist, im Hintergrund. Ihr seht ihn und verurteilt ihn. Eieiei. Gutes Foto. Das finde ich richtig gut. Naja, ich würde mal sagen, mit diesem letzten Bild machen wir ein kleines Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge zu Final Fantasy 15 wieder. Und dann machen wir auch die Hauptquest. Dann machen wir endlich auch die Hauptquest mal weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao.